Die Adelaide, die aus den Paketen hervorkommt, verblüfft Susa. Welches war die wahre Identität seiner Frau? Und jetzt? Es stimmte. Ich wurde wütend. Als ich sah, dass mein Neffe recht hatte, wurde ich wütend. Ausgerechnet er, den ich hasste. Mir war nicht wohl. So ähnlich oder schlimmer noch als damals, als mein Vater und ich uns einig waren, was wir den Jungen mit dem ausgelaufenen Auge nicht rächen würden. Die offenen Pakete enthielten die Kleider meiner Frau. Wäsche aus Seide und Satin, bunte, auffällige Muster, riesige Blumen, verrückte Schnitte, Dekolletés, Minis. Die Frauen mit den hängenden Augen heulten, als sie sich darum rissen. Sie waren wild, aber nicht dumm. Sie stellten alles Mögliche an, um etwas zu bekommen, ohne es zu zerreißen. Hat schon einmal jemand einen Streit voller Zuvorkommenheit gesehen? Nun, das hier war einer. Diese entsetzlichen Frauen zogen vor mir ihre Lumpen aus und hängten sich die schreiend bunten Kleider von Adelaide um. Und nun kam es zu wahrhaftig aberwitzigen Verwandlungen. Frösche wurden zu Prinzessinnen. Ein Hexensabbat. Ich versuchte mir Adelaide in diesen Kleidern vorzustellen. Es gelang mir nicht. Ich war an ihre zerbrechliche Figur in unauffälligen Kostümen oder leichten Kleidern in nüchternen Farben gewöhnt. Für mich passte sie nicht in diese schillernden Sachen. Und wenn das nun das wirkliche Bild von ihr war, diese Extrovertiertheit? Plötzlich war die ganze Welt aus den Fugen geraten. Der Rhythmus war total gebrochen. Wie abgenutzte Zahnräder fügten die Teile sich nicht mehr ineinander. Es war nötig, alles neu zu beginnen, an nicht gehaltene Gespräche anzuknüpfen, tausende von nicht vollzogenen Liebkosungen nachzuholen. Die Frau, die ich geliebt habe, hat es nie gegeben. Leere. Ja, ich habe sie geliebt. Auf meine Weise. Es mag die falsche Art gewesen sein, aber auf meine Weise habe ich sie geliebt. Was hilft es jetzt, über die Formen der Liebe zu theoretisieren? In mir bohrt nur eine Frage. Habe ich noch Zeit oder ist meine Zeit abgelaufen? Wie viele Chancen hat der Mensch in seinem Leben? Und unsere kurzen schlaflosen Nächte? Wäre alles anders gekommen? Ich empfand plötzlich den Verlust. Maßlos. Grenzenlos. Es gibt ein Wort, das mein Großvater oft benutzt hatte, wenn er vom Wald sprach. Unermesslich. Etwas zu verlieren, um zu fühlen, dass man es einmal gehabt hat, ist ungerecht. Diese verlorenen Nächte. Ich weiß wohl, man kann sie nicht vergessen. Gesten, Liebkosungen, Flüstern, Stöhnen, Lachen, Düfte, Schweiß. Nie wieder. Es ist, als sei man in der Mitte zerteilt, auseinandergerissen worden unter den Rädern eines Zuges, mit dem ganzen Schmerz, den man bewusst und ohne Betäubung ertragen kann. Welche Verrücktheiten hätten wir in jenen Zimmern anstellen können? Einer den anderen bis zur äußersten Grenze entdecken. Grenze. Wir haben immer nur Barrieren im Kopf. Wir hätten bis ans Ende gehen können
oder es überschreiten können, wenn wir gewusst hätten, was das Ende ist. In Schweigen jedoch begnügten wir uns mit diesem lauwarmen Leben. Eine wohlerzogene, anhaltende Liebe voller gegenseitiger Achtung. Jedenfalls dachten wir das. Nein, 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 Adelaide hatte damit nichts zu tun. Ich dachte immer an Achtung. Sie hat dieses Wort nie ausgesprochen. Und zu diesem Zeitpunkt weiß ich, ich kann gar nicht für sie sprechen. Wir sind nicht mehr dieses Paar, ein Herz und eine Seele. Abhängigkeit vom Wenn. Wenn das so gewesen wäre, wenn man gesucht hätte, wenn man versucht hätte zu existieren im Vertrauen auf eine vergangene Hypothese. Einmal las ich in einer Zeitung einen Satz, der mir unsinnig erschien. Die Rettung ohne Morgen. Ich glaube, jetzt habe ich die Bedeutung erfasst. Ich stieg auf einen fauligen Hügel. Es war beschwerlich inmitten dieses Gestanks. Es heißt, ihr seid der Friedhof der vierten Haltestelle gewesen, weit und breit übersät mit Gräbern. Es war eine große Errungenschaft der Immobilienfirmen, als es keine Grundstücke im Stadtgebiet mehr gab. Nachdem das letzte Haus abgerissen, das letzte Hochhaus in der Stadt errichtet worden war, blieben nur noch die Vororte. Da verfiel man auf die Friedhöfe. Traditionelle, volkstümliche, luxuriöse, katholische, jüdische, protestantische, von den Zeugen Jehovas, den Baptisten, den Mormonen, den Linken und Armenfriedhöfe. Eine groß angelegte Werbekampagne folgte über Amortisierung, um die Menschen vorzubereiten, die die Vorstellung ablehnten, ihre geliebten Toten könnten weggeschafft werden. Die Projekte für einen Friedhofsersatz klangen wunderschön. Gebäude mit hohen, weißen Spitztürmen, die die Wolken durchbrechen und bis zum Himmel reichen sollten. Die Familien stritten erregt um die höheren Stockwerke, die sich den Annoncen zufolge in der Nähe des Herrn befanden. Auf diese Weise wurden beachtliche Landstriche von den Immobilienfirmen vereinnahmt. Dort pflanzten sie ihre mastodontischen Gebäudekomplexe auf, Knochen und Asche als Fundament. Ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob sich der Friedhof wirklich hier befand. Seit langem war ich wenig in der Stadt herumgekommen, seit sie die Zirkulationsprojekte eingeführt hatten. Alles, was ich von den pyramidenförmigen Hügeln herabsehen konnte, waren sich gleichende Gebäude, die sich eintönig wiederholten. Und zwar so, dass ich nicht hätte sagen können, ob ich an der vierten Haltestelle in Bella Vista oder in Brooklyn stand. Komplexe über Komplexe mit glatten Wänden, Fenster, Gitter, saubere Fassaden. Sie glichen sich, zumal alle Baufirmen standardisierte Grundrisse und Pläne benutzten. Entwürfe, Aufteilungen und Materialien waren vereinheitlicht worden, um die Kosten zu senken. Unterschiede gab es nur noch bei den pompösen Namen wie Villa Rimbaud, Sonnenhof Maria Antonietta, Fontäne von Versailles, Halle der Adligen, Aristokratenturm, königliches Landhaus, florentinischer Glanz. Taddeo Pereira und ich waren viel herumgelaufen. Wir waren zu Fuß durch die Straßen des alten Zentrums gegangen, bis in die früheren Vierteln wie Campos Elysios, Higienopolis oder Brass. Wir suchten Spuren Japans und Italiens in den ehemals von Japanern und Italienern bewohnten Stadtteilen. Den Sonntagmorgen verbrachten wir immer mit Spaziergängen, während Adelaide zur Messe und dann zu ihren Eltern ging. Sie schimpfte, dass es keine Wochenenden mehr gab. Sie vermisste unser sonntägliches Curasco. Damals wurde das Fleisch schon knapper. Wir konnten nicht fotografieren. Sogar unauffällige Kameras brachten uns in Verlegenheit. Wir notierten unsere Entdeckungen in kleine Hefte.
Eine langwierige Arbeit, die Aufmerksamkeit erforderte, als kämmte man mit einem feinen Kamm oder schwenkte die Goldwäscherschale. Aber wir hatten es keineswegs eilig. Die Zeit war auf unserer Seite. Taddeo wagte sogar ab und zu eine Zeichnung, eine Erinnerung an die Universitätskurse. Er hatte Architekt werden wollen statt Mathematikprofessor. Er bestand die Aufnahmeprüfung nicht, weil er in diesem Lotto einige Kreuzchen in den zur Auswahl gestellten Antworten falsch gesetzt hatte. Wir hielten den Standort alter Häuser, Villen und Stadthäuser fest. Befreundete Architekten halfen uns, Stile und Epochen zu bestimmen. Wir entdeckten versteckte Wohnviertel, fast verborgene Plätze und Straßen, die seit den 20er Jahren unversehrt geblieben waren, und Bauten, die dem Vordringen der Immobilienfirmen noch widerstanden hatten. Ein über 100 Jahre alter Feigenbaum in der Straße Piratininja, mehrere Art Deco-Fenster in der Presserstraße, Bilder von Calixto, die in einer vergessenen Kapelle in Sant'Anna verfielen, der Rest eines Projektes von Warchawczyk, das durch den Anbau einer Garage aus Plaste und Mosaikplättchen auf der Fassade verunstaltet worden war. Eine Skulptur von Brecheret, verloren inmitten von Gartenzwergen in Tremembe, ein Kloster aus der Kolonialzeit, das zu einer Autowerkstatt geworden war. Die armenische Basilika mit einem Schatz, Teile von Reliefs aus der Kirche von Altamar, eine Bronzetür in einer Synagoge im Viertel Bom Retiro. Wir hatten keine wissenschaftliche Methode. Wir taten es aus Spaß und ein wenig aus Nostalgie. Auch weil wir uns anhand der geografischen Spuren, die sich verwischten, wiederfinden wollten. Weil wir fühlen wollten, dass es noch einen Halt gab. Vielleicht war das, was wir suchten, eine Art Sicherheit. Irgendwo ein mit Blumen verziertes Fenster. Blumenvasen in den Fenstern eines düsteren Straßenblocks in der Aurorastraße. Eine schmiedeeiserne Treppe, die schutzlos dastand, denn die Veranda, zu der sie geführt hatte, existierte nicht mehr. Verrostete Gartengitter, Fassaden mit Mosaiken aus Marmor oder Porzellan, Galerien, Gewölbe mit Bogenstützen, Kuppeln und Erker, Balkons und Aussichtsterrassen, Pilaster und Gebälk, Gesimse und Kreuzbögen, alle möglichen Verzierungen wie Reliefs und Stuckarbeiten, Girlanden und geschnitzte Blumenmuster, Säulen und Jugendstiltüren, Gebäude mit gotischen und barocken Elementen. Vergraben unter einer Barriere aus Acryl- und Blechschildern fanden wir das erste Projekt in Sichtbeton von Paolo Mendes da Rocha. Das Gebäude war ganz in rosa und blau gestrichen worden. Da trieben wir nun einen solchen Aufwand, bis wir uns eines Tages ansahen und uns fragten, wozu eigentlich? Es traf uns wie ein Blitz. Wir waren so verlegen, dass wir uns trennten. Ohne ein Wort zu sagen, jeder von uns wusste in seinem Innern, warum. Je mehr wir herumgekommen waren, desto mehr hatten wir uns der Peripherie genähert. Und diese Arbeit belastete uns immer mehr, wurde zunehmend sinnloser. Wir taten es weder aus Radikalismus noch aus Salonengagement. Herrje, seit wie vielen Jahrhunderten hatte ich dieses Wort nicht mehr benutzt? Ich vergaß mein kleines Heft. Als ich Taddeo wieder begegnete, sprachen wir nicht mehr darüber. Erst jetzt, vor einigen Wochen, erinnerte er sich und weckte wieder meine Neugier. Heute sehe ich, wenn auch unklar, einen gewissen Sinn darin. Wir wollten alles festhalten. Hey, aber was machten die denn da unten? Ach so, sie trugen eine Leiche fort. Sie war in die von Adelaide gestickten Betttücher eingewickelt. Es waren 5 Tote. Fünf. Wieso 5? Das heißt, sie sind alle gestorben? Aber es waren nicht 5. Du lieber Gott im Himmel, was ist das bloß?
Sie haben die Unglücklichen alle getötet, es sind aber nur vier gewesen. Die drei, die bei mir eingedrungen waren und sich sowieso schon mehr jenseits als dieses befanden und schließlich der arme Barbier. Meiner Meinung nach hatte der Kerl, der Radio hörte, sie getötet. Er hat alles, was zu einem Paranoiker gehört. Dieses fünfte Bündel beunruhigte mich. Ich stieg stolpernd den Abfallhügel hinab, hielt mich an meinem Neffen fest. Warum wollten Sie sie alle so heimlich begraben? Ich verstand das alles nicht. Ich konnte nur feststellen, dass Sie Angst hatten. Aber wovor? Vor Fühlst wem? du dich nicht gut, Onkel? Das ist der Gestank, nix der Gestank. Ich will wissen, wer der andere Tote ist. Einer der Typen aus dem kleinen Zimmer. Das waren drei. Vier. Ich bin alt, aber nicht senil. Es waren drei. Einer ist in irgendeiner Nacht noch dazugekommen. Wir haben dir das gar nicht erst erzählt. Ich will ihn sehen. Lass gut sein, Onkel. Die sind bestens untergebracht. Von wegen untergebracht. Zeig ihn mir. Und wenn ich das nicht tue, nützt es denn was? Es ist ein Unbekannter, ein Tauber, der herumlief und um Essen gebeten hat. Lass mich sehen, damit ich mich beruhige. Vergiss es, Onkel, wir haben keine Zeit. Es wird schon Tag. Wenn es hell wird, sind wir verloren. Bei der Liebe zu deiner Tante. Nun komme nicht wieder mit solchen Sag mir, Geschichten. wer es ist. Ein Tauber, das sagte ich doch schon. Ein Tauber, das heißt gar nichts. Es gibt sie zu Tausenden in der Stadt. Ich glaube, er ist wegen einer Bausäge taub geworden. Nimm mich nicht auf den Arm. Wirklich, das gibt es. Genug. Nervös, Onkel. Wer ist der andere? Ich ahne Ich Schlimmes. glaube, ich weiß warum, Onkel. Der Klavierlehrer? Ja. Warum? Warum Er denn? ist an Herzversagen gestorben. Wir sind es nicht gewesen. Er hat den Treppenaufstieg nicht verkraftet. Die Nachricht vom Verschwinden der Tante. Er hat einen Infarkt erlitten. Unverschämtheit! Ich stürze mich auf ihn, man muss sich das vorstellen. Mit links warf er mich auf den Abfall. Ein Kinderspiel für jemanden, der rigoros die strengen Regeln der Sporterziehung der Militechner befolgt hat. Ich hasse es, wenn ich geschlagen werde. Und ganz zu schweigen vom Kneifen, dann bekomme ich einen Lachanfall. Noch einmal ging ich blindlings auf ihn los. Es macht einen Unterschied, ob man kämpft und glaubt, man sei schlagkräftig oder man von vornherein weiß, dass man verlieren wird. Jetzt war ich nur noch wütend. Es ging nicht einmal mehr um die Ehre. Diese Geschichten von wegen, ein Mann lässt sich nicht schlagen. Wieder hielt er mich mit der Linken fest. Hör auf damit, Onkel, denk an dein Du Herz. bist doch zu nichts gut. Schimpf nur, Onkel, schimpf, richtig. Das macht dir Luft. Das werde ich dir heimzahlen. In Raten. Ich kann es nicht glauben. Ich höre das und kann es nicht glauben. Hör auf mit diesem Gerede, Onkel. Es rührt mich überhaupt nicht. Das ist ein Gespräch wie in uralten Zeiten. Ich weiß nicht einmal, wieso du auf diese Weise so lange überlebt hast. Ich verachte dich. Das macht mir gar nichts. Ich werde mir gerade etwas daraus machen, wie du über mich Sag, denkst. dass es nicht der Klavierlehrer war. War es aber. Das ist entsetzlich. Ich werde dich an die Zivilitäre ausliefern. Vorher werde ich dich umbringen. Hättest du den Mut dazu? Braucht man dazu welchen? Ob Adelaide diesen Neffen, für den sie so gesorgt hatte, wiedererkennen würde? Er hatte die Stelle unseres Sohnes eingenommen. Wir brachten ihm alles bei, was wir wussten. Es war nichts davon übrig geblieben. Dessen war ich mir sicher. Er hatte mich nur noch nicht umgebracht, weil irgendetwas, ein Rest von Anständigkeit, ihn daran hinderte. Der Hubschrauber tauchte mit unglaublicher Geschwindigkeit hinter dem Müllberg auf. Als wir den Lärm hörten und die Köpfe hoben, war er schon über uns. Es wurde langsam hell. Die Sonne war noch nicht ganz herausgekommen. Zwei Scheinwerfer am Rumpf der Maschine umfluteten uns. Ein drehbares Maschinengewehr eröffnete Feuer. Ein Nacheinander von Lichtbändern, die in dieser zwielichtigen Morgendämmerung intensiv leuchteten. Das Feuer drang mit dumpfem Geräusch in den Boden ein. Kleine Explosionen folgten. Alles begann zu schreien. Kahlköpfige, zerlumpte, Krüppel, die mit den hängenden Augen, hinkende, alte, alle rannten. Mein Neffe rollte mit bewundernswerter Geschicklichkeit über den Boden, gefolgt von den Maschinengewehrsalben. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wie ich mich verhalten sollte. Ich war einfach entsetzt und gelähmt. Folgen Sie dem Schild Richtung Entladungscamp. Basierend auf einer Erfahrung Japans hat das Departement für soziales Wohlergehen neben die privilegierten Viertel die Entladungscamps gebaut.
Sie sind wie Clubs organisiert, mit Monatsbeiträgen und vermieten ihre Dienste auch stundenweise. Es sind riesige, kahle, gekachelte Turnhallen. Puppen aus Plaste, Schaumstoff oder künstlichem Gummi hängen von großen Querbalken herab. Man hat das Recht, auf die Puppen einzuschlagen, sie zu beschimpfen, zu beleidigen, anzuschreien, zu bespucken und auf sie zu urinieren. Wenn die Patienten vielleicht auf eine der Puppen zu schießen wünschen, müssen sie Einzelräume benutzen. Wenn sie jedoch nur die Absicht haben, sie zu erstechen, gibt es Spezialpuppen, die bluten. Die Entladungscamps lösen aufgestaute Aggressionen, besänftigen den Stress, vermindern die Nervosität, bekämpfen Kopfschmerzen und Müdigkeit, entspannen und beschwichtigen. Sie helfen, häusliche sowie berufliche Diskussionen und Unstimmigkeiten zu vermeiden, die zu Scheidungen und Arbeitslosigkeit führen können. Auf gesellschaftlicher Ebene verhindern sie die Isolation.